Europa gedenkt der Opfer von Terroranschlägen. In Anwesenheit von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wurde in Paris bei einer Gedenkfeier in der Invalidenanlage an die Terroropfer der vergangenen Jahre erinnert. Die Europäische Union hielt in der spanischen Hauptstadt Madrid eine zentrale Trauerzeremonie ab. Man gedachte der Opfer von Nizza, Berlin und Brüssel. EU-Innenkommissarin Ylva Johansson drückte den Menschen ihr Mitgefühl aus. Wie für viele Europäer ist es auch für mich schwierig, sich in ihre Lage zu versetzen. Wir wissen nicht, wie es ist, Opfer eines Anschlags zu werden oder auf diese Weise einen geliebten Menschen zu verlieren. Doch viele Europäer haben Angst, dass sie eines Tages zur falschen Zeit am falschen Ort sein könnten. Wir alle sind nicht Opfer, doch wir sind Ziele. Deshalb müssen wir gemeinsam den Terrorismus bekämpfen. Zum 16. Mal findet der europaweite Gedenktag statt. In diesem Jahr steht er unter dem Titel Growing Stronger Together, also stärker zusammenhalten. Erinnert wird an alle EU-Bürgerinnen und Bürger, die weltweit Opfer von Terrorismus wurden.